als Landesjugendring Brandenburg e.V. darf auch ich Sie hier herzlich willkommen heißen zur Online-Schaltung des Online-Portals machtab16.de. Als Landesjugendring sind wir der Projektträger des Ganzen und ich darf Ihnen kurz die Zielstellung erläutern. Das Projekt des Landesjugendrings Brandenburg e.V. verfolgt das Ziel, junge Menschen in Brandenburg umfassend über ihre politischen Mitbestimmungsrechte zu informieren und ihnen einen Überblick über den derzeitigen Diskussionsstand zum Wahlalter 16 in Brandenburg zu ermöglichen. Aus unseren vielfältigen Erfahrungen in der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sehen wir eine hohe Motivation junger Menschen, sich aktiv an politischen Prozessen zu beteiligen, mitzubestimmen und sich zu engagieren. Dazu werden wir unterschiedliche Formate nutzen, wie zum Beispiel Videoclips, das werden wir nachher auch gleich sehen, und natürlich das Web 2.0. Ich begrüße die Absicht der Landesregierung, das Wahlalter für die Kommunal- und Landeswahlen auf 16 herabzusetzen. Ich glaube, der Ansatz ist einfach wichtig, dass wir, um junge Menschen zu mehr Teilhabe an Demokratie zu motivieren, sie aufzuschließen für die Belange der Demokratie, sie aufzufordern, sich, wie sagt man so schön, in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen, dass man dazu jugendgerechte Medien nutzt. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, dass wir leichter als früher Informationen jugendgerecht transportieren können. Dass wir aus Sicht der Politik ist das wichtig, Informationen jungen Menschen geben können, unsere eigenen Entscheidungsprozesse transparenter machen können. Und ich glaube, wenn wir gute Argumente haben, auch viel mehr Akzeptanz für politisches Handeln werden können. Zum einen informiert die Seite machs-ab-16.de natürlich über den aktuellen Stand der Lage zum Wahlrecht, Wahlalter 16 in Brandenburg. Zum anderen natürlich gibt es auch umfassende Informationen, wie funktionieren Wahlen, wie ist es in anderen Bundesländern, wie ist es in Europa mit dem Wahlalter 16. Und das ist quasi der informative Teil. Der Teil, der noch mehr Spaß macht, ist natürlich der, dass wir viele Jugendliche haben, die in Video-Statements 1 bis 3 Minuten kurz erklären, warum sie es gut finden oder was sie auch problematisch finden, wenn das Wahlalter 16 irgendwie eingeführt wird in Brandenburg. Haben da 30 Clips, alle von Jugendlichen gemacht, alle mit Jugendlichen als Akteuren, und ansonsten gibt es halt ganz viele Verknüpfungen an soziale Netzwerke. Also wir sind auf Facebook, wir sind bei Twitter. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel und versuchen das alles so miteinander so zu kombinieren, dass wir jeden auch erreichen können. Wir sind für das Wahlalter 16, weil wir in den Jugendverbänden Jugendbeteiligung schon viel früher leben und das Land einfach dahinterher sein muss, um einfach chancengerecht Kinder und Jugendliche auch im Land zu beteiligen. Es gibt ein iPad zu gewinnen als Anreiz, mitzumachen auf Mach's ab 16 bei einem Videowettbewerb, sich darum zu bemühen, einfach mal zu gucken, warum ist mir eigentlich Mach's ab 16 wichtig oder nicht. Als Anreiz gibt es halt dieses iPad zu gewinnen für Jugendliche. Der Landesjugendring ist jung, weil bei uns Kinder und Jugendliche mitbestimmen. Wir haben momentan eine super Chance in Deutschland. Alles ist im Umbruch. Alle Kommunikationsformen sind im Umbruch. Man kann sich so gut einmischen wie noch nie über verschiedene Kommunikationsformen, übers Internet, über Twitter, über Facebook, und aber auch direkt über traditionelle Formen der repräsentativen Demokratie, aber auch über Bürgerinitiativen. Deswegen macht mit, mischt euch ein. Die Chancen sind gut.